Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal sind wir noch mittendrin in den Brickman Lastwagenwochen und heute ist dran der Racing Truck von Mold King. Das Set hat die Nummer 13152, ist aus dem Jahr 2020 und hat ganze 2638 Teile. Es ist auch motorisiert. Es beinhaltet einen M-Motor, einen Servomotor und jetzt das Besondere, zwei Buggy-Motoren. Zusätzlich natürlich auch dabei ein Vierkanal-Akku und eine Fernbedienung. Die Bauanleitung hier hat ganze 228 Seiten. Sie ist Mold King typisch aufgebaut, eigentlich wie immer. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, es ist noch eine etwas ältere Bauanleitung. Da fehlt lediglich vorne, hier sieht man es, das ist im Aufblättert gleich die erste Seite, da fangen sie schon an zum Motoren ankleben und das Schema, wie man die Motoren dann später an den Akku dran klipst sozusagen. Es fehlt am Anfang die Auflistung, wie viele Bauschritte es gibt. Jetzt aber wir müssen selber nachschauen und es sind genau 6 Bauabschnitte und ganze 723 Bauschritte. Hier sieht man es wieder. Es wird ein bisschen weiter hin. Es wird alles rot eingefärbt, was neu kommt. Hier auch. Wie gesagt, ganz Mold King typisch. Ja, ich will es nicht unnötig wieder alles in die Länge ziehen, wie so oft. Ich werde gleich alles auspacken. Normalerweise kommt es ja in einer Tüte daher, so einer hellgrauen Tüte. Ich packe es dann immer in Kartons, weil ich es leichter zum Stapeln habe dann. Und falls ich später mal das Modell verkaufen möchte, tue ich mir auch leichter, weil dann packe ich es wieder ein und weg ist es. Jetzt muss ich halt bei meiner ganzen Bekanntschaft immer noch Kartons betteln, aber für mich ist es so einfacher. Gut. Los geht's mit Bauabschnitt 1.
der Bauabschnitt 1 ist beendet. Gebaut habe ich den Rahmen, die Vorderachse, einen Kühler, einen Radiator, der erste Motor, der Servomotor für die Lenkung ist reingekommen. Ja, und das war's, glaube ich. Aber eine Federung ist auch noch dabei. Gebraucht habe ich dafür gute 2,5 Stunden, 131 Bauschritte waren es und 4 Tüten wurden verbaut. Was ist im Detail passiert? Wieder was Tolles, bin wieder sehr begeistert. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich habe Riesenfreude dran. Und zwar die Vorderachse. Wenn man sich jetzt auf dieses Teil hier konzentriert, hier und hier, sieht man, dass der obere Querlenker etwas weiter hinten ist als der untere. Also das heißt, dass der Nachlauf, nennt man das, ist nicht gerade, sondern so schräg. Sieht man das? Das ist so schräg. Wie bekommt man das zusammen? Und zwar indem man bei diesem halben Liftarm, der hier rauf geht, einen halben Achsstopper hier einsetzt. Hier sieht man, der obere Querlenker ist direkt an dem halben Liftarm dran und hier unten nicht, weil da ist ein halber Achsstopper dabei, gleich wie hier außen. Und jetzt hat sich die Achse des Nachlaufs quasi versetzt. Wir haben jetzt sozusagen einen positiven Nachlauf. Warum heißt das positiver Nachlauf? Es gibt wieder einen kleinen Exkurs in die Achsgeometrien, aber ich verspreche es, ich mache es kurz. Ich hoffe es halt zumindest, dass ich es kann. Das braucht man hauptsächlich für den Rennsport oder wenn man sportliche Fahrzeuge bauen möchte. Der Nachlauf hier bewirkt, der positive Nachlauf hier bewirkt, dass ich beim Lenken einen negativen Sturz bekomme. Für was brauche ich einen negativen Sturz oder was ist denn das schon wieder? Der Sturz sagt mir, wie das Rad steht. Wenn ich jetzt von hinten auf das vordere Rad drauf schaue, dann steht das Rad normal gerade, so hier. Und wenn ich jetzt einen Sturz mache, einen negativen Sturz, so, dann bewirkt das beim Kurvenfahren, und wenn ich jetzt so eine Kurve fahre, also in diese Richtung rüber, eine Linkskurve sozusagen, dann bewirkt das, dass ja die Lastverteilung oder die Last des Fahrzeuges sich auf das eine Rad hier abstützt, das äußere Kurvenrad. Das hat mit dynamischer Kraftverteilung was zu tun. Und wenn jetzt dieses Rad gerade stehen würde und die Last auf das Rad kommt, dann biegt sich das Rad oder bewegt sich das Rad nach außen. Und so habe ich weniger Aufstandsfläche auf die Straße vom Rad und habe dann natürlich weniger Haftung auf der Straße. Wenn ich jetzt das Rad von Haus aus schräg stelle und dann eine Kraft drauf kommt, dann bewegt sich das Rad so hin und hat dann die volle Aufstandsfläche auf der Straße. Und deswegen brauche ich einen negativen Sturz. Und bei dieser Art der Lenkung, wenn ich jetzt einen positiven Nachlauf habe, also so, dann bewirkt beim Lenken, also wenn ich jetzt so hinlenke, dass die Lenkung einen Sturz von alleine macht. Dann bewegt sich das Rad so, was ich vorher eben gesagt habe. Ich habe oben, da gibt es dann auch viele Parameter, die man berücksichtigen muss. Oben habe ich einen Nachlaufwinkel und unten habe ich eine Nachlaufstrecke. Der Nachlaufwinkel sagt mir, wie groß die Abweichung von gerade nach hinten ist, also von hier nach hier, wie viel gerade das ein Unterschied ist,
Das ist der Nachlaufwinkel. Und unten, da muss man sich jetzt hier die Straße vorstellen. Wie mache ich das am besten? Na, naja, machen wir so. Da stelle ich mir jetzt vor eine gerade Achse und mache jetzt den positiven Nachlauf, also so zurückgeneigt. Dann sehe ich, dass von diesem Punkt hier zu diesem Punkt gibt es eine kleine Strecke. Das ist die Nachlaufstrecke. Und diese Strecke, je größer das sie wird, bewirkt, dass das Rad einen, wie sagt man das am besten, wenn ich jetzt einlenke, bewirkt es eine gewisse Rückstellkraft. Das heißt, wenn ich jetzt einlenke, das Lenkrad auslasse, kann es bei manchen Fahrzeugen, die einen sehr kleine Nachlaufstrecke haben, dass das Lenkrad dann in dieser Richtung, die ich eingeschlagen habe, beibehält. Und wenn ich jetzt einen großen Nachlauf, wenn ich jetzt eine große Nachlaufstrecke habe, bewirkt es, dass die Lenkung von selbst oder die Räder von selbst zurückdrehen möchten in die gerade Position wieder. Die verwenden da, da wirkt eine gewisse Kraft drauf und das ist die Rückstellkraft. Also der Nachlaufweg bewirkt, wie stark sich das Lenkrad wieder in die gerade Position zurückdrehen möchte. Und der Nachlaufwinkel bewirkt, wie viel Sturz, das hier, ich habe, wenn ich eine Lenkbewegung mache. Das ist der Nachlauf. Und ich bin voll begeistert, dass der Konstrukteur von diesem Modell, wer auch immer das jetzt war, das weiß ich nicht, das eingebaut hat in sein Modell. Finde ich total lässig. Also Hut ab, taugt mir wieder voll. Habe ich noch in keinem Modell gesehen. Ganz, ganz spitze. Es gibt dann noch viel andere Parameter der Lenkung. Da gibt es noch eine Spreizung, einen negativen Lenkrollradius, eine Vorspur, eine Nachspur und. Also da gäbe es noch, da könnte ich noch stundenlang drüber referieren und erzählen, weil es auch wirklich interessant ist. Und technisch ziemlich anspruchsvoll und wenn man da etwas konstruieren möchte, ist es ziemlich schwierig, was Vernünftiges zusammenzubringen. Vor allem ist auch der Unterschied groß, ob ich es für den Rennsport brauche, ob ich es für den normalen Straßenverkehr brauche. Da gibt es auch riesengroße Unterschiede. Gut, so viel zur Lenkung. Was gibt es noch zu sagen? Es sind sehr viele Rahmen verbaut worden, Technikrahmen, man sieht es hier, allein 1, 2, 3, hier 4, 5, 6 Rahmen zähle ich da jetzt auf dieser Seite, auf der anderen Seite natürlich auch 6 Rahmen, dann sind hier noch 2 Rahmen, da vorne sind noch 2 Rahmen, hoppala, bin jetzt aus der Kamera, da vorne sind noch 2 Rahmen eingebaut, also da passiert schon einiges. Die Federung ist fast wieder aus dem Rennsport ausgeliehen, möchte ich sagen, die Konstruktion, ist fast eine Pushrod Federung. Ich habe das schon mal erklärt beim Fengsheng Wings Supercar von Kada. Wer möchte, kann das dort auch anschauen. Pushrod heißt, wenn ich es jetzt direkt übersetze, Drückstab oder Drückrohr. Und das bewirkt eben dieses hier. Ich möchte das jetzt nicht noch einmal erklären, weil sonst wird das Video wieder so lange. Hat eh mit dem Nachlauf lang genug gedauert. Ja, der Radiator fahren. Haben es auch gut gemacht. Man hat eine ordentliche Größe auch zusammengebracht, was man auch braucht für den Rennsport, damit der Motor nicht überhitzt. Es gibt auch eine kleine Untersetzung von der Lenkung. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum sie das so gemacht haben. Weil es könnte sein, dass vielleicht oben dann das Lenkrad in der Kabine mitlenkt. Weil die Achse, wo ist es denn? Sieht man es?
Da unten ist ein schwarzes kleines Zahnrad, dieses hier. Das ist mit einer Achse verbunden auf die Zahnstange hier. Und diese Zahnstange, also diese Achse geht dann weiter zurück auf den Servomotor hier. Warum das Tannfarbene dann hier oben drauf gesetzt wurde, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt auch momentan nicht erklären. Es macht momentan keinen Sinn. Es kann sein, wie gesagt, dass es dann weiter nach oben geht zur Kabine, dass dort vielleicht ein mitlenkendes Lenkrad gibt. Was auch noch toll ist, das möchte ich auch noch zeigen, das ist wie beim, wie in der Schnellkassen, der rote, der Bat Truck. Wird der in echt jetzt geheißen? Ich habe mir nur einen Bat Truck gemerkt. Habe ich auch gebaut vor kurzem. Der hat es nämlich auch mit den zwei Zahnstangen hier. Und das bewirkt auch, dass es eine sehr feinfühlige Lenkung gibt. Wenn ich jetzt hier ganz wenig nur bewege, bewegt sich der andere Achsschenkel hier sofort mit. Also da gibt es quasi null Toleranz. Und das finde ich toll. Und das erreicht man eben mit zwei Zahnstangen. Einmal hier, einmal hier. Die gehen dann quer durch, hier raus und dann hier auf den anderen Achsschenkel gegenüber und hier auch dasselbe. Deswegen null Toleranz. Super. Bin wieder begeistert. Haben sie ganz toll hingebracht. Okay. Das wäre es jetzt für den Bauabschnitt 1. Der nächste ist der Bauabschnitt 2. Und da legen wir gleich los. Der Bauabschnitt 2 ist beendet. Gebaut habe ich die Frontmaske, ein bisschen einen Radlauf und die Hinterachse ist dazugekommen. Gebraucht habe ich dafür gute 2,5 Stunden doch. Ja. 107 Bauschritte waren es und 4 Tüten wurden verbaut. Was ist im Detail passiert? Schauen wir uns mal die Front an. Die ist gar nicht schlecht geworden. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob man mein Licht ein bisschen besser machen kann. So, glaube ich, schaut es besser aus. Und ist wieder mal eine andere Bauweise wie bei allen anderen Lastwagen, die ich bisher gebaut habe. Kühlergrill ist anders. Der ist mit 12er Kreuzachsen gebaut worden. Es ist so dann zusammen gemacht worden und es passt aber. Und die Form haben sie dann mit diesen kleinen, wie heißt das? Weiß ich gar nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Haben sie dann eben mit diesen schrägen Elementen hier gebaut.
Schaut aber super aus. Ist recht gut gelungen. Was man auch sieht, die Lichter fehlen hier und hier. Aber macht nichts, ist schon okay. Ist ja ein Renn-LKW. Reimt sich sogar, ist schon okay, ist ein Renn-LKW. Und Radlauf, das so ähnlich haben wir das schon mal gesehen bei anderen Lastwagen. Aber es gibt eh nicht viel mehr andere Möglichkeiten, als das so zu machen. Vor allem, wenn dann die großen Räder dann da sind. Da wird es dann schon schwierig, irgendwas anderes zu kreieren. Und mit diesen Elementen hier, mit den Winkelelementen, ist es fast am idealsten, solche Radläufe zu bauen. Weil es am Schluss sie dann immer ausgeht, dass man dann wieder auf die Gerade hinkommt. Und hier auch. Passt schon. Was ist noch dazu gekommen? Die Hinterachse. Hier sieht man die zwei Buggy-Motoren. Einer ist hier und einer ist hier. Na, umgekehrt. Jetzt habe ich mal auf den kleinen Monitor geschaut. Hier natürlich und hier. So. Der Antrieb geht nur hier raus. Der wird dann untersetzt. Klein auf groß sieht man hier. Klein auf groß. Und was ein bisschen störend ist an dieser Hinterachse, sie ist sehr steif, man kann nicht links und rechts federn, es geht nur als Ganzes zum Federn. Mal schauen, ob ich das herzeigen kann. Es geht nur so von der Seite, schaut es dann so aus, wenn man das federn möchte. Da kann man nur das rauf und runter und das war's. Seitlich weg, also eine Einzelrad Aufhängung hat das Ding nicht, wie man sieht. Es ist als eine Starrachse konstruiert und dadurch, weil ja auch die Federung spezielle Aufhängung hat, geht da leider nichts einzelradmäßig. Aber es soll ja ein Renntruck sein, er soll ja nicht im Gelände fahren. Er soll ja quasi auf Topfebenen Rennstrecken unterwegs sein und da ist es dann schon legitim, dass man solche Achsen reinbaut. So schaut er übrigens von unten aus. Ist relativ offen. Er ist auch relativ leicht, was einem Renntruck ja auch zugute kommt oder warum ein Renntruck ja auch so sein soll. Sonst wüsste ich eigentlich nichts zu sagen. Obwohl die Achse hinten auch so filigran ist, ist sie doch stabil. Also das passt und vor allem für das Gewicht ausreichend. Da wird dann eine Seitenverkleidung noch drauf kommen und das war's dann schon. Gut, so viel zu Bauabschnitt 2. Der nächste wird der dritte und ich lege gleich los damit.
Der Bauabschnitt 3 ist beendet. Gebaut habe ich einen Rahmen, eine Art Stoßstange hinten, die Kuppelplatte für die Sattelaufleger. Warum ein Renntrack eine Kuppelplatte braucht, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich mal nachrecherchieren, ob das tatsächlich so der Fall ist in echt, weil ein Renntrack zieht ja eigentlich keinen Trailer mehr oder keinen Sattelaufleger. Komisch, aber okay. Einen Auspuff, Motor inklusive Krümmer, Ansaugkrümmer und Auspuffkrümmer. Ich denke mal, das ist ein Ladeluftkühler und einen Turbolader haben sie auch drauf gebaut. Ein kleiner Motor ist dazugekommen, ein M-Motor, der dann später den Motor, den Fake-Motor selbst antreibt. Ja, das wär's. Gebraucht habe ich dafür gute 2 Stunden, 2,5 Stunden. 109 Bauschritte waren notwendig dafür und 3 Tüten sind verbaut worden. Gehen wir kurz ins Detail. Wie schon gesagt, witzigerweise eine Sattelplatte, warum weiß ich nicht, sie ist auch bewegbar, was auch in Wirklichkeit so sein soll, weil wenn hinten dann der Anhänger oder der Sattelaufleger dran ist und man fährt hügeliges Terrain, dann muss ich das ja nachbiegen. Aber warum das drauf ist, keine Ahnung. Der Rahmen wurde mit ganz normalen Liftarmen und vielen Eckliftarmen, so wie hier, verbaut. Er ist relativ steif, ja, da biegt sie nicht viel, ganz wenig, muss man wirklich schon Kraft anwenden und ganz an den äußeren Rändern. Aber das ist halt Kunststoff und das gibt halt ein bisschen noch, ist halb so wild. Auspuff ist nicht gebaut, ist wirklich nur ein kurzer und es ist ja auch bei den echten Renntrucks so, dass die auch wirklich nur einen ganz kurzen Auspuff haben und die haben auch alle einen recht guten Sound. Also das hört sich schon verdammt gut an für einen Dieselmotor nämlich. Was mir sehr gut gefällt, muss ich ein bisschen reinzoomen, ist die Art, wie sie den Turbolader gebaut haben. Der schaut ja mal echt gut aus und fast wie in Wirklichkeit. Also spitzenmäßig. Der wird mit solchen Flexschläuchen wird der gemacht. Man schneidet die auf eine... Moment. Solchen Flexschläuchen werden die Dinger gemacht. Die schneidet man auf einer vorgegebenen Länge ab. 6 haben sie hingeschrieben, wir haben nicht noch gezählt, ob das 6 cm sind oder noch geschaut. Und dann wickelt man die um eine Achse herum. Hier ein paar tannfarbene Zahnräder noch drauf am Ende. Ein paar Abstandhalter inzwischen. Diese kleinen Dinger hier da. Und schon ist er fertig, der Turbolader. Also schaut echt spitzenmäßig aus. Und vor allem so wie sie den angeschlossen haben, so ist es nämlich auch in Wirklichkeit. Wenn man jetzt den Motor hier betrachtet, das ist ein 6-Zylinder Reihenmotor. Auf dieser Seite hier ist die Auspuffseite und diese Seite hier ist die Ansaugseite. Also der hat quasi einen Querstrom-Zylinderkopf drin. Das heißt deshalb so, weil der Luftstrom mit den Abgasen geht hier rein und hier wieder raus, also quer durch den Zylinder durch. Deswegen Querstrom-Zylinderkopf. Hat Vorteile bei der Spülung der Zylinder drinnen. Aber das wäre wieder zu viel. Da geht es nicht näher drauf ein. Was ich eigentlich sagen wollte, hier der Auspuffkrümmer nachgeahmt. Der hat quasi ein Sammelrohr und ist kein Fächerkrümmer.
wie es aussieht. Geht hier mit zwei Kurven, hier sieht man es auch, rein in den Turbolader. Ein bisschen zoomen, dann sieht man es vielleicht besser. Und mein Zeiger herholen. Hier, das habe ich gemeint, hier ist eine Kurve, hier ist eine Kurve. Geht da rein in den Turbolader. Der wiederum wird durch die Abgase angetrieben. Da ist ein kleines Schaufelrad drinnen, so wie bei einer kleinen Wassermühle. Bei dem Kinderspielzeug kann man ja oft sehen, dass man oben Wasser reinschüttet oder Sand. Unten ist so ein kleines Schaufelrad. Und wenn der Sand oder das Wasser dann drauf fällt, dann dreht sich das Rad. Und hier ist das gleiche Prinzip, nur wird das Schaufelrad drinnen beim Turbolader mit dem Abgasstrom, mit dem Abgasluftstrom angetrieben, dreht sich dann da drinnen und kommt dann hier wieder raus in den Auspuff hinein. Und wenn sich hier dieses Schaufelrad bewegt, das treibt dann auf der anderen Seite hier drüben auch ein Schaufelrad an, die sind nämlich auf einer Achse miteinander verbunden. Und wenn sich dieses Rad hier dreht, mal kurz herzeigen, das saugt dann hier die Luft an. Da fehlt eigentlich noch, wenn man es wirklich ernst nimmt, ein Luftfilter, dass er nicht Dreck ansaugt, weil etwas größere Dreckpartikel oder Staubpartikel können das Lüfterrad drinnen im Gehäuse beschädigen, weil das ist alles mit wirklich kleinsten Toleranzen zusammengebaut, so ein Turbolader. Also der saugt hier dann die Luft an. Durch dieses Bewegen des Lüfterrades entsteht ein Unterdruck, saugt hier an, komprimiert die Luft durch das schnelle Drehen und stößt dann hier raus die Luft wieder raus mit einem Überdruck, weil das ja komprimiert hat, die Luft. Die kommt hier rein in den Ladeluftkühler und der ist quasi ein Wärmetauscher, weil komprimierte Luft ja heiß ist und heiße Luft kann ist vom Volumen her etwas größer. Die muss man dann abkühlen, die Luft, deswegen der Wärmetauscher, der tauscht warme Luft aus auf kalte. Das macht er hier drinnen und die kalte Luft geht dann wieder hier raus, wird mit einem Druck, weil der ja ein bisschen Überdruck erzeugt, der Turbolader, wird mit einem Überdruck dann in die Zylinder gedrückt. Und weil die Luft jetzt kälter ist, zieht sich die Luft zusammen. Es passt mehr Luftvolumen in den Zylindern rein. Man kann dadurch, weil der Motor braucht, um zu funktionieren oder um zu zünden, ein bestimmtes Luft-Sprit-Mengenverhältnis. Und wenn ich jetzt mehr Luft reinbringe in die Brennräume, kann ich auch mehr Sprit reingeben zusätzlich, weil dann das Mengenverhältnis zwischen Luft und Sprit wieder passt. Und das zündet dann. Beim Diesel zündet es von alleine durch den hohen Druck, der da drinnen herrscht. Deswegen heißt es ja oft der Selbstzünder beim Diesel. Beim Benziner brauche ich zusätzlich zum Zünden die Zündkerze. Das reicht dann der Funken der Zündkerze aus, damit das Benzin-Luft-Gemisch gezündet wird. Hier, wie gesagt, reicht ein hoher Druck in den Brennräumen aus, dass das Diesel-Luft-Gemisch gezündet werden kann. Ja, so funktioniert das eigentlich, falls jemand noch nicht gewusst hat. Das Kuriose dabei, sie treiben den Motor, den Fake-Motor, der wird extra angetrieben mit einem kleinen M-Motor und ich schätze mal, den wird man dann auf den Port klemmen, der auch dann die Fahrmotoren antreibt, weil wäre ja logisch, dass wenn ich fahre, dass dann auch der Motor sich mitdreht. Werden wir mal schauen, ob das dann wirklich auch so sein wird.
Der Motor ist wirklich schön, ist gelungen, ist auch mit transparenten Steinen gelöst, schaut wirklich cool aus. Und vor allem, was ich noch, oder was man sehr selten sieht, die Krümmer, die Ansaugkrümmer und die Auspuffkrümmer. Also das taugt mir schon. Da hat sich wieder einer sehr bemüht und vor allem, wie schon erklärt, er hat es richtig angeschlossen auch mit Ladeluftkühler. Super! Ich liebe solche Details, wenn sich einer wirklich Mühe gibt und das noch versucht darzustellen. Pipi fein. Hinten die Stoßstange oder ja, sagen wir mal Stoßstange dazu, ist auch nett gebaut. Und wenn man die, es wird mit solchen Dingen nämlich gebaut, das sind die Achsverbinder, hier sieht man es, die einen Schlitz auf der Seite immer haben. Und wenn man die Dinger richtig positioniert, dann sieht man diese Schlitze kaum. Ich habe es jetzt nämlich so gedreht, dass sie alle nach unten zeigen. Hier sieht man es. Und dadurch, wenn man jetzt das Modell normal ansieht, von oben oder von hinten, sieht man diese Schlitze nicht. Das gefällt mir auch ganz gut. So, somit sind wir mit dem Bauabschnitt 3 fertig. Der nächste Bauabschnitt wäre der vierte. Der kommt aber erst beim nächsten Mal dran. Für heute sind wir mit dem Video fertig. Es wäre ja sonst wieder zu lange. Und ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir sicher fertig werden mit dem Modell. Gut, somit bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein wenig gefallen. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.